herzlich willkommen bei der Berlin Science Week zu unserer heutigen Podiumdiskussion zum Thema Tierversuche. Wir sind heute live im Naturkundemuseum Berlin und umgeben von Stars aus der Tierwelt. Hier direkt vor mir steht Knut, dieser Star-Eisbär, der mehr als 3 Millionen Besucher in Berliner Zoo angelockt hat. Und er ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel Begeisterung, Leidenschaft und auch Emotionen Tiere erzeugen können. Das ist vielleicht ein Grund, natürlich neben tiefergehenden ethischen Fragen, warum Tierversuche ein umstrittenes Thema ist, das die Gesellschaft sehr bewegt. Und dieses Thema bewegt auch und beschäftigt seit Jahrzehnten die Wissenschaft. In Berlin besonders setzen Forscher sehr viel Energie dafür ein, Alternative zu Tierversuchen zu finden. Und wir wollen heute die jüngsten Entwicklungen der Forschung vorstellen. Welche Alternativen werden entwickelt, um Tierversuche zu reduzieren oder sogar zu ersetzen? Wird man in der Zukunft überhaupt auf Tierversuche ganz verzichten können? Und da, wo es nicht oder noch nicht möglich ist, wie kann man die Rahmenbedingungen verbessern? Um gemeinsame Antworten zu finden, haben 8 Institutionen aus Berlin auf Initiative von der Charité sich zusammengetan und daraus ist das Einstein-Zentrum 3R entstanden. Und wir heute mit dieser Podiumdiskussion zelebrieren quasi die Entstehung dieses Zentrums, was sehr vielversprechend ist. Also, was steckt hinter diese 3R? Was sind die Fortschritte und auch die Grenzen und vor allem, was sind die Ziele und Perspektiven der Forschung? Das werden wir heute alle zusammen diskutieren. Ich bin schon sehr gespannt und dafür haben wir auf der Bühne 5 Gäste. 2 sind schon bei mir und die 3 weiteren werden nacheinander kommen. Und wir werden Ihnen auch 3 Filme zeigen, die wir auch extra vorbereitet haben. Sie ermöglichen einen Einblick in diese Forschung, was sehr spannend ist, aber muss man sagen, nicht unkomplex. Und zum Schluss werden Sie, liebe Streaming-Zuschauer und liebe Anwesende hier im Naturkundemuseum, die Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu stellen. Der Chat ist ab jetzt schon geöffnet und Sie können darauf klicken neben dem Stream und jetzt schon Ihre Fragen schreiben. Und falls Sie es nicht bis zum Schluss mit uns schaffen, keine Angst, die Diskussion wird aufgezeichnet und Sie werden die Möglichkeit haben, hinterher auf unserem YouTube-Kanal die nochmal zu sehen. Erstmal begrüße ich an meiner Seite Stefan Hebenstiel und Christa Töne-Reinecke. Herzlich willkommen, Christa Töne-Reinecke. Sie sind Leiterin des Instituts für Tierschutz, Tierverhalten und Versuchstierkunde an der Freien Universität Berlin. Sie sind auch Co-Sprecherin des Einstein-Zentrums 3R und Koordinatorin für den Bereich Lehre und Ausbildung. Ich habe erstmal eine sehr allgemeine Frage an Sie. Also wir sind im Jahr 2021, die Forschung ist sehr, sehr weit. Dennoch werden in Europa jährlich 12 Millionen Tiere für Versuche gebraucht. Einfache Frage, warum? Ja, also der größte Teil des medizinischen Fortschritts beruht auf Forschung an Tieren. Und fast alle Nobelpreise, die in diesem Bereich vergeben wurden, basieren auf Tierversuchen. Und wenn wir uns den Fortschritt in der Medizin anschauen, dann müssen wir verstehen, wie erstmal die Mechanismen im Organismus sind, wie sich Krankheiten entwickeln, um dann möglicherweise Ansatzpunkte für Therapien zu finden. Und das ist der große Bereich der Grundlagenforschung. Und das ist auch eben der Bereich, in dem weitestgehend viele Tierversuche durchgeführt werden und wo jetzt eben versucht wird, durch Alternativmethoden neue Methoden zu entwickeln, aber im Moment auf Tierversuche in absehbarer Zeit nicht verzichtet werden kann. Dann gibt es ganz andere Bereiche, die nicht so eine zahlenmäßig große Rolle spielen. Das ist die Forschung am Tier fürs Tier. Das ist auch die Ausbildung von Veterinärmedizinern, das ist die gesamte Verhaltensforschung und das ist auch die Wildtierforschung. Wenn wir uns jetzt hier umschauen, diese Tiere haben ja mal gelebt und es gibt Forscher, die sich eben im Freiland mit Wildtieren beschäftigen und das sind Bereiche, die werden in absehbarer Zeit auf gar keinen Fall auf Tierversuche verzichten können. Also das heißt, man kann auch nicht, also heute auf jeden Fall kann man nicht sagen, dass es verzichtbar ist.
Also ich finde, wir müssen ehrlich sein und müssen sagen, es gibt Bereiche, wo man schon Dinge komplett ersetzen kann. Zum Beispiel seit 2013 ist es verboten, Tierversuche für Kosmetika durchzuführen. Aber in anderen Bereichen sind wir noch nicht so weit, dass wir wirklich in allen Bereichen anerkannte, validierte Alternativmethoden haben. Und solange wir die nicht haben, werden wir in Teilen auf Tierversuche nicht verzichten können. Und kommen wir jetzt zu gesetzlichen Rahmenbedingungen. Was sind die gesetzlichen Voraussetzungen überhaupt, um Tierversuche durchführen zu dürfen? Ja, also ich bin ja Professorin für Tierschutz und überblicke auch das ganze Feld, in dem, wie Sie ja gesagt haben, die Mensch-Tier-Beziehung hat sich verändert. Tiere spielen eine große Rolle in unserem Leben. Und es ist erstaunlicherweise so, dass gerade in dem Bereich der Tierversuche, die so verpönt sind, die größten und strengsten gesetzlichen Regelungen sind. Es ist in Europa eine Richtlinie erlassen worden, 2010, die gilt für ganz Europa und die wurde dann in nationales Recht umgesetzt. Das war in Deutschland 2013. Und um es jetzt Sie nicht mit Gesetzen zu langweilen, der Rahmen ist der, dass jeder Forscher, der plant, eine wissenschaftliche Fragestellung mit einem Tier durchzuführen, vorher diesen Tierversuch erstmal beantragen muss. Und dazu gibt es in jedem Bundesland Genehmigungsbehörden. In Berlin ist das das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Und dort muss der Forscher erstmal einen Antrag stellen. Und die allererste Frage, die er da darlegen muss, ist, gibt es eine Alternativmethode? Und wenn es eine Alternativmethode gibt, um diese wissenschaftliche Frage beantworten zu können, dann darf er gar keinen Tierversuch machen, dann wird er auch nicht genehmigt. Ist das nicht der Fall, muss er eben wissenschaftlich darlegen, wie er das machen will, warum er das macht und er muss darlegen, dass er es so schonend wie möglich macht und dass auch die Haltungsbedingungen für die Versuchstiere schonend sind und artgerecht und dass den arttypischen Eigenschaften der jeweiligen Spezies Rechnung getragen wird und dass auch der Umgang mit den Tieren, da gibt es so ein schönes neues Wort, das nennt sich Culture of Care, also Kultur der Fürsorge. Das heißt also alle, vom Tierpfleger bis zum Wissenschaftler, die mit den Tieren arbeiten, tragen Verantwortung für diese Tiere und müssen auch entsprechend mit ihnen umgehen. Und das wiederum benötigt natürlich Schulung, Weiterbildung. Und das ist eben auch ein großes Thema, um jemanden am Tier auszubilden, muss ich auch einen Tierversuchsantrag stellen. Das muss ich mir genehmigen lassen. Und dementsprechend ist auch die Ausbildung von Tierärzten an der Universität ein Tierversuch. Das ist vielen nicht bekannt. Das heißt, es ist sehr aufwendig für die Forscher, an den Tierversuche zu kommen. Und das muss auch zur Liste Instanzen eigentlich. Genau. Und es muss auch eine ethische Vertretbarkeit dort in dem Antrag dargelegt werden. Und dann gibt es vier Prüfschritte. Es gibt einmal in jeder Einrichtung Tierschutzbeauftragte, die diesen Antrag gegenlesen, die auch eine Stellungnahme schreiben müssen. Das ist der erste Prüfschritt. Dann, also als erstes muss es der Forscher darlegen, dann der Tierschutzbeauftragte innerhalb der Einrichtung. In vielen Einrichtungen müssen jetzt auch Tierschutzausschüsse noch etabliert werden, sind etabliert worden. Die schauen auch noch mal drüber und dann geht der Antrag an die Behörde und dort gibt es eine Paragraph 15-Kommission. In Berlin heißt die auch Ethikkommission, weil wir Ethiker mit in dieser Kommission haben. Und die prüfen nochmal und letztlich die Entscheidung trifft dann die Behörde. Also das sind aufwendige Prüfungen, die auch lange dauern und die auch sehr umfangreich sind. Und damit wir eine konkrete Vorstellung haben, von welchen Tieren reden wir? Also der größte Teil der Tiere, die für die Forschung eingesetzt werden, ungefähr 70% der Tiere sind Mäuse und dann nochmal 10% Ratten. Dann kommen schon mit auch ungefähr 10% die Fische und dann gibt es natürlich andere Spezies, landwirtschaftliche Nutztiere, auch Heimtiere, auch Primaten, aber die sind im Bereich von 1% und 0,2%. Okay, und im Gegenteil zu dieser sehr strengen gesetzlichen Voraussetzungen gibt es auch für viele Fälle, also in vielen Fällen sind die Tierversuche gesetzlich vorgeschrieben. Wann? Also in allen Bereichen, wo es darum geht, dass Dinge
am Menschen angewendet werden sollen, entweder im Kontext der Zulassung von Medikamenten, aber auch von Medizinprodukten und auch von Stoffen, gibt es ganz strenge Regularien, die vorschreiben, dass bestimmte Dinge, also bei Medikamenten muss zum einen dargelegt werden, dass sie wirksam sind und dass sie keine unerwünschten Nebenwirkungen haben. Und dann gibt es noch toxikologische Studien, also sind die Substanzen per se giftig für die Anwendung am Menschen. Außerdem muss man auch ehrlich sagen, dass viele Medikamente, die für den Menschen entwickelt werden, einige Zeit später häufig bei den Heimtieren auch angewendet werden, zum Beispiel bei Hund und Katze in den Kliniken. Okay. Stefanie Hiebenstiel, Sie sind, herzlich willkommen, Sie sind Professor für Infektiologie an der Charité und Sprecher von Charité 3R, sowie Sprecher des Einstein-Zentrums 3R und Koordinator des Bereichs Forschung. Warum hat es in Berlin ein Zentrum gebraucht, das sich die Tierversuche widmet? Ja, wir widmen uns ja weniger dem Tierversuch als solchem, als vielmehr den Alternativmethoden und dem Umfeld des Tierversuches. Und man muss wissen, dass Berlin ein außerordentlich großer und auch forschungsstarker Standort für die Biomedizin ist. Und wie wir eben gehört haben, sind Tierversuche ein wesentlicher Bestandteil der biomedizinischen Forschung. Und das führt automatisch dazu, dass im Land Berlin, in der Stadt Berlin, relativ gesehen viele Tierversuche gemacht werden, ne, wenn man die Gesamtzahl sich anguckt. Und das hat dazu geführt, dass man in den Medien Berlin den Titel gab, Hauptstadt der Tierversuche. Und dabei hat man eben nicht bedacht, dass eben hier viele Tierversuche gemacht werden, weil es auch viel biomedizinische Forschung gibt. Das eine ging Hand in Hand mit dem anderen. Das bedeutet, dass wir in Berlin natürlich auch einen großen Bedarf haben, Tierversuche möglichst optimal zu machen, auch im Sinne des Tierschutzes, und gleichzeitig eine sehr große Verpflichtung haben, Alternativmethoden zum Tierversuch zu entwickeln. Beides geht Hand in Hand. Und die Alternativmethoden stellen auch eine große Chance für die Wissenschaft dar. Sie können Tierversuche ergänzen, sie können uns neue Wege öffnen, die im Tierversuch womöglich nicht begangen werden können. Und von daher lag es nahe und war es eigentlich ein logischer Schritt zu sagen, wir gehen in Richtung Berlin als Hauptstadt der Alternativmethoden. Das bedeutet nicht, dass Berlin gegen Tierversuche steht, sondern es bedeutet, dass wir eine besondere Verantwortung verspüren, eben hier auch Alternativmethoden zu entwickeln und entsprechende Chancen zu nutzen. Mhm. Und wir sind sehr dankbar, dass das Abgeordnetenhaus und der Senat in Berlin die Einstein-Stiftung hier unterstützt haben mit entsprechenden finanziellen Mitteln. Wir haben sehr große Unterstützung auch in der Einstein-Stiftung gefunden und freuen uns von daher, dass wir nun die Gelegenheit haben, gemeinsam mit so vielen Institutionen an diesem Bereich zu arbeiten. Mhm. Und wie arbeitet Berlins Wissenschaft daran, die Forschung im Sinne dieser 3R-Prinzipien, die Sie uns vielleicht noch einmal ganz klar vorstellen können, im Sinne genau von diesem 3R-Prinzip zu verändern und zu verbessern? Und wie sieht konkret die Zusammenarbeit zwischen diesen verschiedenen Institutionen aus? Ja, vielleicht zu Beginn auch mal, was ist das überhaupt, 3R? Das ist eine Abkürzung. Die steht einerseits für Refinement. Refinement heißt, dass ich in einem Tierversuch versuche, das Tierleid oder das so klein wie möglich und das Tierwohl so groß wie möglich zu halten. Und wir verstehen das so, das beginnt bereits in der Haltung und der Zucht und das geht über den gesamten Tierversuch bis zum Ende des Versuchs. Das ist Refinement. Dann gibt es Reduction, auf Deutsch Reduktion, wo es darum geht, die Anzahl von Tiere, die man für die Gewinnung einer bestimmten Information benötigen würde, zu reduzieren, zu verringern. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen, die man sich darunter vorstellen kann, die wir versuchen weiterzuentwickeln in diesem Zentrum. Und das Dritte ist das sogenannte Replacement, also der Ersatz eines Tierversuchs. Das heißt, ich habe eine Sache, die ich früher in einem Tierversuch gemacht hätte, die ich aber jetzt durch meist mehrere andere Methoden ersetze und damit unterlasse ich den Tierversuch. Das sind diese drei Bereiche. Und in Berlin haben wir uns nun entschieden, in diesem Einstein-Zentrum auf den Bereich der
des Ersatzes der Tierversuche zu konzentrieren. Das, Sie sehen schon, das ist ein ganz weites Feld. Wenn man da exzellent sein will, muss man sich konzentrieren. Und wir haben eben diesen Bereich gewählt, wo wir über diese Mini-Organe forschen, die ja gleich auch Thema sein werden. Und darauf haben wir uns konzentriert. Und das sieht so aus, dass über verschiedene Institutionen in Berlin heraus in einem Auswahlverfahren sich die Besten gefunden haben und die arbeiten jetzt gemeinsam an einem speziellen Organ, sagen wir mal dem Darm. Und dieser wird genauer charakterisiert, hier wird das Modell ausgebaut und es gibt Nutzer schon drumherum in Berlin, die sich gefunden haben, die sagen, ja, wir warten darauf, die auch eingebunden sind in den Prozess, das Modell zu verbessern, sodass wir am Ende eine Methode haben, die auch in der Wissenschaft Akzeptanz findet, die wirklich nutzbar ist und die uns hilft, in diesem Bereich bessere oder andere neue Wissenschaft zu betreiben. Toll, das heißt, das geht auch die Entwicklung, die Forschung und auch gleich im Raum Berlin die konkrete Anwendungen dieser Alternative. Genau, das Ziel ist es, Methoden aufzubauen, die auch nutzbar sind, weil es macht ja keinen Sinn, sehr viel Zeit und Geld in etwas zu investieren, das am Ende nicht anwendbar ist. Und deswegen versuchen wir, die Qualität dieser Modelle zu erhöhen, sie übertragbar zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz dabei, Nutzbarkeit. Ja. Dann werden wir auch gleich im Kern der Forschung eintauchen und ein erstes Forschungsfeld vorstellen. Wir sind im Labor von Michael Gotthard gegangen und er und sein Team haben ein künstliches Herzgewebe entwickelt, das teilweise eine Alternative zu Tierversuche ermöglicht. Schauen wir gleich. Mein Name ist Michael Gotthard, ich bin Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin und wir arbeiten in der Herz-Kreislauf-Forschung. Mein Labor interessiert sich für die Funktion des Herzens auf zellulärer Ebene und im Organismus. Wir versuchen, Medikamente zu entwickeln, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen besser zu behandeln. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland Todesursache Nummer 1, noch vor Krebsleiden. Jeder vierte Todesfall wird durch einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall verursacht. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eigentlich sehr gut zu behandeln, sehr einfach zu diagnostizieren. Es gibt aber einen großen Anteil an Patienten, die eine spezielle Form der Herz-Kreislauf-Erkrankung haben. Das ist eine Herzinsuffizienz mit einer Füllungsstörung, also anders als die normalen Herzerkrankungen, bei denen das Herz nicht genug pumpt, ist bei einer Füllungsstörung das Herz zu steif und dadurch kann weniger Blut durch den Organismus bewegt werden und wir versuchen, Medikamente zu entwickeln, die diese Füllung verbessern. Das soll mit der Hilfe von künstlichem Herzgewebe gelingen, das aus menschlichen Stammzellen unter Laborbedingungen gezüchtet wird. Künstliches Herzgewebe oder Engineered Heart Tissue wird auch als EHT bezeichnet. Das ist ein größerer Gewebeverband, der die Situation der Kardiomyozyten im Herzmuskel repliziert. Das ist eigentlich eine sehr komfortable Ausgangssituation, weil man die Kommunikation zwischen den Zellen abbildet und ein System hat, das über lange Zeit stabil ist. So sieht dann ein künstliches Herzgewebe aus, das kontrahiert. Das sind die beiden Plastikstäbchen, die das verbinden. Hier kann der Computer sehen, wo das ansetzt und kann dann bei der Kontraktion verfolgen, wie weit die sich zueinander bewegen. Und das wird hier unten aufgetragen, in diesen Kurven, die man dann auswerten kann, indem man die Steigung hier und die Gefälle hier bestimmt und damit Eigenschaften, elastische Eigenschaften beschreiben kann. Damit können konkrete Erkenntnisse gewonnen werden, wie sich das künstliche Herzgewebe in der Ventrikelwand, den Herzkammern, verhalten würde. Genauer untersuchen lässt sich das am Mikroskop. Wir sind hier an einem Setup, in dem wir einzelne Kardiomyozyten messen können, die mechanischen Eigenschaften. Hier hinten sind die in einer temperierten Umgebung. Die fühlen sich wohl und das sieht man daran, dass die auch ordentlich kontrahieren, ohne dass wir die stimulieren müssen. Dem Gewebe können nun Wirkstoffe hinzugefügt werden, um zu untersuchen, ob sie die Herzmuskelzellen dazu bringen, anders zu arbeiten. Der große Unterschied, wenn man Zugriff auf selbstgemachtes Herzgewebe hat, ist, dass man beliebig gleiches
oder fast gleiches Herzgewebe erzeugen kann und dann auch vergleichende Untersuchungen durchführen kann. Im Einstein-Zentrum versuchen wir, Reduce, Refine und Replace zu machen, also Tierversuche so gut wie möglich zu ersetzen und die Menge an Tieren zu reduzieren. Das geht besonders gut, wenn man Alternativmethoden entwickelt. Man muss aber die richtigen Alternativmethoden zur Verfügung haben und man muss die auch bewerten im Vergleich zum Tiermodell, sodass man die Medikamentenentwicklung in einer Art und Weise durchführt, dass die Ergebnisse auch relevant sind für den Patienten. Es ist wichtig, dass man nicht nur eine Zelle behandelt, die dann elastischer ist, oder ein Herzmuskelgewebe behandelt, das besser relaxiert. Das ist auch wichtig, dass dann im Organismus das Medikament wirkt. Und dafür ist es wichtig, dass man alle Ansätze verfolgt. Man will natürlich nur mit dem besten Medikament, das die höchste Chance hat, dass es auch einem Patienten hilft, in das Mausmodell gehen, weil das sehr teure und sehr langwierige Untersuchungen sind. Herzlich willkommen, Michael Gotthard. Wir haben Sie gesehen, Sie sind Forschungsgruppenleiter am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin, Mitglied des Lenkungsausschusses im Einstein-Zentrum 3R und Sie leiten dort auch ein Forschungsprojekt. Wir haben ihn gerade gesehen, jetzt gibt es diese künstliche Herzgewebe. Heißt es, dass die für die Forschung am Herz-Kreislauf-Erkrankungen jetzt keine Tierversuche mehr gebraucht werden? Das ist abhängig davon, was das Forschungsinteresse ist. Also wenn man wissen will, wie ein Protein aufgebaut ist und wie das eine Sprungfeder nachbilden kann, braucht man nicht mal Zellen. Wenn man wissen will, wie eine Herzmuskelzelle kontrahiert, dann kann man das in Einzelzellen machen. Wenn man aber wissen will, wie Zellen miteinander kommunizieren und im Gewebeverband zusammenarbeiten und mit extrazellulärer Matrix zusammenarbeiten, dann muss man ein komplexeres System bauen und das wäre ein künstliches Herzgewebe. Aber eine Situation wie zum Beispiel Embryonalentwicklung, wie aus einem Haufen von Zellen Herzmuskelzellen werden, die sich dann in einen Schlauch ausbilden, der sich dann dreht und ein echtes Herz ausbildet, das ist zu kompliziert, um das außerhalb des Organismus darzustellen. Und genau das Gleiche ist für Medikamente, wenn man eine komplexe Erkrankung hat, bei der zum Beispiel Bluthochdruck und Zuckerkrankheit oder Diabetes zusammen die Herzfunktion reduzieren. Das kann man nicht einfach im Gewebe nachbilden. Das heißt, das funktioniert, wenn ich richtig verstehe, wenn, also wenn man eine bestimmte Sache also sucht und dann kann man dafür diese eine Organe nehmen und sonst was alles, was die Verbindungen betrifft, dann funktioniert das nicht mehr. Noch nicht. Man kann viele Sachen, die den Herzmuskel selbst betreffen, in diesem künstlichen Herzgewebe nachbilden. Man kann auch noch komplexere Situationen bearbeiten, indem man die weitere Zellen einfügt, wie Gefäßzellen oder Immunsystem. Aber die Sachen, die von außerhalb kommen, wie zum Beispiel Stress oder hormonelle Einflüsse, die kann man zum Teil eben mit Molekülen nachbauen, die man den eben ins Medium gibt, aber komplexere Dinge wie Sport, das geht nicht so einfach. Das kann man noch nicht an der künstlichen Herzgewebe Nein. Man messen, kann die, man kann, wie das wirkt. Man kann die herausfordern, also man kann die gegen einen stärkeren Widerstand arbeiten lassen oder man kann die stimulieren mit Adrenalin, damit die so ähnlich arbeiten wie in einem gestressten Organismus, aber das ist nicht wie im richtigen Leben. Und warum ist es so, man denkt, Sie haben es auch gesagt, die Herzkrankheiten sind hier also extrem verbreitet. Es wurde sehr lange daran geforscht und auch Medikamente entwickelt. Warum ist es so komplex, dass man diese Recherche daran immer noch braucht? Die Komplexität, die hängt damit zusammen, dass es sehr viele Zellen gibt, die miteinander arbeiten. Jetzt gibt es diese Einzelzelltechnologien, mit denen man erstmal sieht, wie viele unterschiedliche Zellen es überhaupt in den Geweben gibt. Und das ist eine komplexe Situation, wenn Zellen an unterschiedlichen Stellen in der Wand des Herzmuskels unterschiedliche mechanische Eigenschaften abbilden müssen und unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt sind. Und das kann man nicht in so einem winzigen künstlichen Herzgewebe nachbilden. Und dafür ist es wichtig zu sehen, welche Fragen man in so einem reduzierten System adressieren kann
und man kann sehen, ob man die Komplexität besser verstehen kann und ob man auch Komplexität besser nachbilden kann, indem man Herzmuskelgewebe zum Beispiel vaskularisiert oder innerviert, dass man eben Impulse geben kann, die im Organismus auch kommen würden, aber in einem weniger komplexen Zusammenhang. Okay, wir sind erstmal, haben wir angefangen mit alles, was es nicht ersetzen kann, aber das kann auch dafür auch sehr viel ersetzen. In welche Fälle kann es konkret Tierversuche ersetzen? Also zum Beispiel, wenn man Medikamente oder Wirkstoffe testet? Ja, also eine Medikamentenentwicklung ist ein langfristiger Prozess und das sind mehrere Stufen. Am besten ist es, wenn man erst die Krankheit versteht. Das geht in unterschiedlichen Systemen, zum Beispiel eine Mutation von einem Gen, dann kann man sehen, was das Protein macht und das kann man möglicherweise in der Zelle verstehen. Und dann kann man sehen, ob man das verändern kann und das geht möglicherweise auch in einer einzelnen Zelle oder in einem Gewebe. Und wenn man ein kleines Molekül hat, das Herzfunktionen beeinflusst, dann ist es sinnvoll, das zuerst in einem einfachen System zu testen und dann immer komplexer zu gehen. Und irgendwann scheidet es aus, weil das zum Beispiel in dem 3D-Herzgewebe nicht genug die Zellen erreicht. Also vielleicht eine Einzelkultur schon, aber nicht in dem 3D-Gewebe. Und das kann man dann rausnehmen aus der Entwicklung und nimmt das nächste. Und wenn dann das nächste Medikament diese Schwelle schafft, dann wäre die Frage, ob das zum Beispiel dann im Tiermodell auch verfügbar ist, wenn man das entweder spritzt oder durch die Nahrung gibt. Und da fallen dann auch wieder welche raus. Und wenn da wieder welche rausgefallen sind, kann man in das nächst komplexere Tiersystem gehen, also von der Maus vielleicht in eine Ratte. Und man muss dann sukzessive immer gucken, hält das Medikament und man muss gucken, hat es Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen kann man natürlich sehr viel besser beurteilen, wenn man in einem komplexen Organismus ist, als wenn man in einem künstlichen Herzgewebe ist. Also eine Arrhythmie, eine Rhythmusstörung, die sehe ich auch manchmal in Einzelzellen, aber dann, ich würde nicht sagen können, ob zum Beispiel ein Medikament dazu führt, dass der Patient erblinden würde oder eine Depression kriegt. Das geht alles nicht im Herzmuskelgewebe. Und das heißt nochmal, um das so konkret vorzustellen, wenn Sie an ein neues Produkt oder Wirkstoff arbeiten, wenn es diese Alternative nicht gäbe, würde es also gleich in Tierversuche gehen. Und weil es diese künstliche Herzgewebe gibt, das gibt einfach eine Zwischen Versuch sozusagen, ein Stadium der Versuch, vor es überhaupt in Tierversuche gehen kann. Wir haben jetzt einen weiteren Filter, wo wir Medikamente aussortieren können, die nicht ins Tier gehen müssen. Und das ist eine große Hilfe. Mhm. Und man kann es aber sogar noch verbessern. Also im Moment haben wir ein ganz einfaches künstliches Herzgewebe. Man könnte eventuell das so verbessern, dass man mehr Nebenwirkungen abgreifen kann und dadurch noch mehr Tierversuche reduziert. Mhm. Und man versteht auch, dass die Komplexität der Verbindungen zwischen die verschiedenen Organe so hoch ist, dass man komplette funktionierende Körper eigentlich braucht. Es ist trotzdem jetzt hier, dass wir menschliche Gewebe haben oder sind künstlich. Hat es so Vorteile auch an den Testungen, dass es sich nicht um Tiere handelt, sondern was Menschliches? Genau. Es gibt Medikamente, die werden als kleine Moleküle über Spezies hinweg wirken. Das kann man relativ einfach sich vorstellen. Aber es gibt auch Medikamente, die greifen auf der Erbinformation an. Und die Erbinformation, die ist unterschiedlich zwischen Mäusen und Menschen. Und wenn wir ein kleines Molekül entwickeln, das ein Gen runterreguliert, dann klappt das vielleicht in der Maus total toll. Aber das Gleiche würde nicht im Patienten funktionieren, weil wir schon wissen, dass die Sequenz anders ist. Und dann müssen wir im Prinzip das Menschenmedikament machen. Und das Menschenmedikament können wir nicht in der Maus testen. Und man könnte dann ganz aufwendig eine humanisierte Maus machen, die dann praktisch das menschliche Gen hat. Aber das ist total viel Arbeit. Und viel schöner ist es, wenn man das künstliche Herzgewebe machen kann, was ja schon von sich aus die humane Sequenz hat, und das künstliche Herzgewebe behandelt. Okay. Und dann braucht man nicht immer dann auch ein krankes Herzgewebe, um es zu behandeln, sondern man kann auch die Effektivität beurteilen, wenn man einfach ein normales
menschliches Herzgewebe hat. Wenn man sagt, das ist eine Füllungsstörung und das ist zu steif und ich würde es gerne behandeln, dann kann ich natürlich versuchen, ein krankes Herzmuskelgewebe zu machen, ein steifes, oder ich kann ein normales nehmen und sehen, ob selbst das normale weniger steif wird. Und das geht auch. Und seit wann arbeiten Sie jetzt mit diesem künstlichen Herzgewebe? Seit etwa 3 Jahren und wir haben das nicht erfunden. Das ist ein mittlerweile sogar kommerzielles System und es ist total toll, weil es dadurch sehr viel einfacher verbreitet werden kann. Und im Einstein-Zentrum versuchen wir dann auch ein Multiplikator zu sein. Das ist natürlich schon aufwendig. Das Setup, was wir im Film gesehen haben, das kann sich nicht jeder hinstellen, aber das ist total einfach, anderen Gruppen Zugang zu geben und die zu unterstützen, damit sie einen Teil ihrer Experimente auch in diesem System machen können. Und wir sehen unsere Aufgabe auch darin, dann die Kollegen zu beraten, welche Fragestellungen sich im künstlichen Herzgewebe adressieren lassen und für welche man sogar einfach nur die Zellen brauchen würde oder für welche Fragestellungen man dann ins Tiermodell gehen müsste. Und wenn Sie ins Tiermodell gehen müssen, dafür haben Sie noch auch in Ihrem Labor Tierversuche stehen für die Fälle. Genau. Und damit arbeiten Sie jetzt weniger oder kann man das wir arbeiten Zahl weniger. Nennen? Wir arbeiten immer mehr. Aber bei uns ist es so, die Tiermodelle, die sind nicht wegzudenken und die brauchen wir immer. Aber wir können bessere und relevantere Tierversuche machen, als wir es vorher konnten. Gezielter und genauer. Sehr gut. Dann gehen wir, vielen Dank. Wir gehen weiter nochmal ins Labor, im Kern der Forschung. Jeder von uns kennt diese 3D-Druck, meistens aus der Industrie. Da macht man mit Kunststoff oder andere Stoff so irgendwelche Objekte nach. Im Labor von Jens Kurek wird auch mit 3D-Drucker gearbeitet. Aber statt Kunststoff wird man da mit menschlichem Gewebe arbeiten und daraus entstehen Mini-Organe. Das ist sehr faszinierend, das schauen wir uns an. Professor Jens Kurek und sein Team entwickeln am Institut für Biotechnologie der TU Berlin humane 3D-Modelle. Umsetzen lässt sich das mit einem 3D-Drucker, der aus menschlichen Zellen Organe im Mini-Format druckt. Hierbei fokussieren wir uns vor allem auf 2 Organe, auf die Leber und auf die Lunge. Und diese nutzen wir dann für verschiedene Fragestellungen aus dem biomedizinischen Bereich, zum Beispiel für Infektionsforschung. Bei der Lunge bietet sich natürlich das Grippevirus, das Influenzavirus an und in Kooperationen arbeiten wir jetzt auch sehr viel mit dem Coronavirus. Für die Leber haben wir dann auch leberspezifische Viren, die wir untersuchen. Das Besondere an unseren Modellen ist, dass sie dreidimensional sind und dass sie aus menschlichen Zellen bestehen. Das heißt, wir haben ein humanes System, das sehr relevante Ergebnisse für die biomedizinische Forschung produziert und damit auch für die pharmazeutische Industrie interessant ist. Ziel ist es, Tierversuche durch 3D-Modelle aus menschlichen Gewebekulturen zu ersetzen. In der biomedizinischen Forschung ist es prinzipiell so, dass wir 2 verschiedene Wege haben. Wir haben einmal 2D-Zellkulturen und auf der anderen Seite Tierversuche. Tierversuche führen einfach zu Tierleid und wir wollen natürlich dann, immer wenn es möglich ist, versuchen, diese zu reduzieren. Das Problem bei 2D-Zellkulturen ist, wir haben Zellen, die flach miteinander verbunden sind, also ein Monolayer bilden. Und wir haben halt keine dreidimensionale Interaktion zwischen den Zellen, die wir in humanen Geweben zum Beispiel, aber auch in tierischen Geweben finden. Ein weiteres Problem, etwa 90% der Ergebnisse aus Tierversuchen sind nicht auf den Menschen übertragbar. Das heißt, wir haben Nebenwirkungen, wir haben Unwirksamkeiten und das führt natürlich dazu, dass wir verbesserte Möglichkeiten brauchen, um wirklich humanspezifische Ergebnisse erzielen zu können. Deshalb wird im Auftrag des Einstein 3R-Zentrums die Entwicklung von Alternativmethoden gefördert. Damit wir überhaupt drucken können, brauchen wir natürlich zuallererst Biotinte. Wir vermischen also unsere Biopolymere in diesem Fall mit Zellen. Zum Beispiel haben wir hier Alginat und Gelatine. Es gibt zum einen natürliche Polymere, sind halt aus Pflanzen oder Tieren gewonnen, aber es gibt auch synthetische Polymere, die wir oft als Zusatzsubstanzen mit einsetzen, um zum Beispiel bestimmte Druckeigenschaften zu verbessern oder herauszukitzeln. Die frisch eingesetzte Biotinte kommt dann bei unterschiedlichen Druckverfahren zum Einsatz. Und das ist zum Beispiel ein DLP-Drucker, das ist ein Digital Light Processor, das heißt eigentlich nur, dass unser Bio-Ink über Licht ausgehärtet wird. Die meisten Organmodelle werden aber mit einem pneumatischen Drucker, also mit Hilfe von Druckluft, erstellt.
Das Ganze funktioniert so, in diesem Drucker, das sehen wir jetzt hier nicht, befindet sich ein Kompressor und dieser Kompressor erzeugt Druckluft. Und diese Druckluft, wir sehen hier diese kleinen Schläuche, die wird hier durchgeleitet und wir sehen, dass an diesen Schläuchen die Druckkartuschen hängen. Und in den Druckkartuschen befindet sich der Bioink, den wir vorhin angesetzt haben. Und das Ganze funktioniert jetzt so, dass diese komprimierte Luft dazu führt, dass dieser Bioink aus der Kartusche auf, in diesem Fall auf das Druckbrett mit der 24-Weltplatte extrudiert wird. Und am Ende sehen wir dann halt in diesem Fall jetzt hier ein kleines viereckiges Modell, das als Gewebe- oder Strukturmodell fungieren kann. Wenn wir unsere Modelle dann fertig gedruckt haben, leben die Zellen da drin und wir kultivieren die für eine bestimmte Zeit. Und da ist es für uns halt wichtig auch zu wissen, wie gut geht es den Zellen, exprimieren sie bestimmte Marker, leben sie, sterben sie. Dafür haben wir dann verschiedene Methoden und nutzen zum Beispiel auch hier dieses Fluoreszenzmikroskop. Das heißt, wir färben unsere Konstrukte mit verschiedenen Fluoreszenzmarkierten Markern. Hier sehen wir zum Beispiel eine Aufnahme von einem unserer Konstrukte, bei dem wir ein Markerprotein, in diesem Fall für Epithelzellen, angefärbt haben. Das sehen wir hier in Rot und hier in Blau sind die Zellkerne. Und so können wir sagen, okay, die Konstrukte oder die Zellen in den Konstrukten exprimieren diese Marker und es geht ihnen gut und sie haben den Druckprozess überlebt. Ja, ein weiteres Ziel unserer Arbeiten ist es, dass wir so etwas wie eine Blutgefäßstruktur darstellen. Und hier haben wir so ein sogenanntes vaskularisiertes Organmodell. Man sieht hier schon Einlass und Auslass. Das gesamte Modell quasi zerlegt in einzelne Scheiben, die der Drucker später dann Stück für Stück wieder aufbauen kann. Und wenn wir jetzt durch das Modell durchgehen, sehen wir hier so den Boden und dann wird es nach und nach aufgebaut, Schicht für Schicht, genau, ja. Und hier sehen wir jetzt die Struktur, die freigelassen wird. Diese Vaskularisierung ist wichtig, weil wir hier das Medium durchströmen lassen und damit natürlich die Zellen versorgt werden. Und das gibt uns ja dann auch die biologisch richtige Situation, dass wir im Körper auch überall Blutgefäße haben. Das Organmodell mit der gedruckten Struktur muss nun erstmal getestet werden. Und wir wollen erstmal mit einer farbigen Lösung schauen, ob die Gefäße wirklich offen geblieben sind und durchströmt werden können. Und dann könnte man im eigentlichen Experiment dort beispielsweise Zytostatika zur Behandlung einer Tumorerkrankung oder Virusstatika gegen eine Virusinfektion durchspülen. Ja, wir wollen unsere Modelle jetzt natürlich in vielen Forschungsprojekten einsetzen. Beispielsweise haben wir ein Kooperationsprojekt mit Albert Breuning vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Und hier wollen wir die Toxizität von Substanzen auf die Leber untersuchen. Und das Interessante ist es, die Ergebnisse dann mit Ergebnissen aus Tierstudien zu vergleichen, um zu sehen, ob man hier Gemeinsamkeiten oder Unterschiede findet. Dann haben wir Kooperationsprojekte mit Partnern von der Charité und der FU, der Freien Universität Berlin, zu Virusforschung. Und in allen Fällen wollen wir unsere humanen Modelle anbieten, um im Sinne des 3R-Gedanken damit Tierversuche zu ersetzen. Jens Kurek, herzlich willkommen. Vielen Dank. Sie sind Professor für angewandte Biochemie an der TU Berlin, auch Co-Sprecher des Einstein-Zentrums 3R und Koordinator des Bereichs Kommunikation. Als erste Frage, was ist der Unterschied von Ihrem Modell zu den Organmodellen, die wir vorher gesehen haben bei Herr Gotthard? Also erstens mal beschäftigen wir uns ja mit unterschiedlichen Organen. Bei Michael Gotthard haben wir das schlagende Herz gesehen, das natürlich eindrucksvoll ist. Wir beschäftigen uns eher mit der Lunge und der Leber. Aber es sind auch etwas unterschiedliche Herangehensweisen, die nicht kein Widerspruch sind, sondern sich gegenseitig ergänzen. Michael Gotthard gießt seine Herzmuskelzellen in bestimmte Formen, die wir gesehen haben, während wir das drucken. Das heißt, wir können erstmal verschiedene Zellen unterschiedlich räumlich sehr exakt anordnen. Bei den Ansätzen, wo man keinen Drucker verwendet, da baut man auch mehr auf die Selbstorganisationskraft der Zellen, dass sie also selbst das Gewebe ausbilden, dann, das sie natürlich haben, während wir ihnen das vorgeben. Und das Ganze kann man dann aber auch zusammenführen, indem man beispielsweise ein Gewebe erstmal grob vordruckt und dann durch diese Selbstorganisationskraft die Feinstruktur sich dann natürlich ausbilden lässt. Das heißt, danach macht die nachgebaute Natur eigentlich die Natur, Arbeit weiter selbst. Ihre Arbeit selbst, genau. Das ist die Idee dahinter. Genau, ja. Das ist faszinierend. Und wo stammen diese menschlichen Zellen her?
Na, wir haben unterschiedliche Quellen. Also in der biomedizinischen Forschung arbeiten wir erstmal sehr viel mit Zellkulturen. Das sind Zelllinien, das sind Zellen, die häufig Krebszellen sind aus Menschen, die dann unsterblich sind. Beispielsweise die berühmteste Zelllinie ist die sogenannte HeLa-Zelllinie. Die stammt von Henrietta Lacks aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Sie sind aus einem Gebärmutterhalskarzinom entnommen. Die Patientin ist leider dann relativ kurz danach verstorben. Aber mit diesen Zellen arbeitet bis heute quasi jedes biomedizinisch arbeitende Labor noch. Die Zellen sind unsterblich, sagen Sie? Ja, genau. Es gibt auch ein sehr schönes Buch, Die Unsterblichkeit der Henrietta Lacks, das ist sehr lesenswert, in dem es um diese Zellen genau geht. Tumorzellen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie sehr schnell wachsen. Ja? Und deshalb können wir sie im Labor immer weiter kultivieren. Daneben gibt es sogenannte Primärzellen, das sind also Zellen, die beispielsweise bei Operationen noch anfallen oder auch Organspenden. Wenn ein Organ nicht transplantiert werden konnte, dann kann man das für die Forschung nutzen. Diese Zellen geben uns physiologisch noch relevantere Daten, können aber nicht sehr langfristig kultiviert werden und können nicht in großem Maß erhalten werden. Und so die Speerspitze der Forschung sind jetzt Zellen, die aus den sogenannten induziert pluripotenten Stammzellen gewonnen werden, aus diesen iPSCs. Man kann also aus erwachsenen Zellen, beispielsweise aus einer Hautzelle, die Zellen wieder so zurückprogrammieren in einen Grundzustand, dass sie in andere Zellen sich wieder differenzieren lassen. Also das nennt man Pluripotenz. Und dann kann ich aus diesen pluripotenten Stammzellen beispielsweise Leberzellen machen, die ich dann einsetze für die Organmodelle. Also es fällt nicht bei Ihnen an Grundstoff für den Nachbau. Na, der ist schon sehr wertvoll, weil wir sehr, sehr viele Zellen brauchen. Ja. Die Zellkulturen aus den Zelllinien, die können wir in großem Maßstab machen. Aber sie haben auch die geringste physiologische Relevanz. Die Zellen aus diesen pluripotenten Stammzellen, da ist es schwierig, riesige Mengen zu bekommen, aber sie wären physiologisch deutlich relevanter. Also muss man immer Kompromisse schließen, dass man beispielsweise erstmal mit einer Zelllinie optimiert und dann zum Schluss Primärzellen oder diese differenzierten Zellen aus den iPSCs nimmt. Und was sind, wo sehen Sie heute noch die Entwicklung, also die aktuelle Grenze und ein Entwicklungspotenzial von Ihren Modellen? Also wenn wir unsere Modelle angucken, dann erinnert mich das immer so ein bisschen an den Optimisten und den Pessimisten, ob ein Glas halb voll oder halb leer ist. Wir haben, glaube ich, schon sehr viel geschafft. Also nicht wir, unsere Gruppe, sondern die Forscher-Community mit diesen 3D-Modellen. Und es ist aber noch viel zu tun. Zum Beispiel, das hat Michael Gotthardt ja auch schon erwähnt, dass wir die verschiedenen Zelltypen brauchen. Ein Organ besteht ja aus ganz vielen Zelltypen. Wenn wir die Leber haben, da haben wir nicht nur die Leberzellen, die Hepatozyten, sondern wir haben Sternzellen, Kupferzellen, sinusoidale Zellen, Endothelzellen, alles mögliche. Und jetzt müssen wir es schaffen, immer mehr Zelltypen in unsere Modelle zu integrieren. Und diese müssen ja dann auch noch so wie im tatsächlichen Organ miteinander in Kommunikation gebracht werden innerhalb des Organs. Und eine ganz spezielle Herausforderung ist das Immunsystem. Wir arbeiten mit unserem Lungenmodell zum Beispiel in der Corona-Forschung. Da brauchen wir natürlich auch irgendwie, müssen wir auch die Immunreaktion abbilden. Und das ist etwas, woran viele Gruppen intensiv arbeiten, aber wo man sicher noch nicht sagen kann, das haben wir exakt nachgebildet, wie es im Organismus ist. Ist es da, wo es noch am meisten so Mysterium in männliche Körper gibt, diese Immunität? Ja, also die Immunologen würden jetzt natürlich auch sagen, ja, wir haben ja auch schon sehr viel erforscht. Also da ist das Wissen natürlich auch sehr groß. Aber diese Immunreaktion jetzt in einem 3D-Modell nachzubilden, das ist noch extrem herausfordernd. Und was wir ja auch schon gehört haben, müssen ja dann auch noch miteinander interagieren. Wir haben sogenannte mikrophysiologische Systeme, auf denen mehrere Organe miteinander in Kommunikation gebracht werden. Das gibt es manchmal auch das Schlagwort Human on a Chip. Wenn wir uns hier, und wir fokussieren uns aber auf einzelne Organe momentan. Und auch da kann man in der Zukunft wieder mehr zusammenkommen, dass man für diese Chips, bei denen die Organe in Kommunikation gebracht werden, die komplexeren 3D-Modelle, die wir jetzt entwickeln, beispielsweise im Einstein-Zentrum, dass man die dort integriert und dann in Kommunikation bringen lässt. Beispielsweise dann testet, wie ein Medikament in der Leber überhaupt erstmal verstoffwechselt wird, aktiviert wird, möglicherweise toxisch ist und dann auf den Herzmuskel wirkt, dass man so etwas noch in Kommunikation bringt.
Man hat auch gesehen, dass sie jetzt auch sogar diese Blutgefäße nachbauen können. Und kann man sich auch eine größere Modelle vorstellen in der Zukunft, dass der Mensch als gesamte 3D-Modell nachgebaut werden könnte? Das ist ein furchtbares Frankenstein-Szenario. Ja. Fast. Also es ist für uns momentan unvorstellbar. Aber wenn ich jetzt wenn ich mir vorstelle, im antiken Griechenland ein Naturforscher, der wird sich auch nicht vorstellen, konnte sich nicht vorstellen, dass man mal zum Mond fliegt oder dass man mit mRNA-Impfstoffen das Coronavirus besiegt. Ja? Also müssen wir darüber nachdenken, was kann in der Zukunft sein? Und vielleicht kann es tatsächlich mal sein. Und also ich würde da eine ganz strikte ethische Grenze setzen, dass man natürlich den Menschen nicht nachdrucken soll. Also was wir wollen, sind Forschungsmodelle, die humanrelevante medizinische Ergebnisse liefern oder auch Gewebe, die man transplantieren kann. Das ist auch noch etwas, was ein realistisches Szenario für die absehbare Zukunft ist. Aber jetzt einen ganzen Menschen, das ist eher eine Horrorvorstellung. Und da könnte man jetzt eine stundenlange ethische Diskussion natürlich führen. Sie haben es ja selbst gesagt, da wird der Mensch als 3D-Modell gedruckt. Also welchen Status hätte denn dieser Mensch? Also wenn man jetzt zum Beispiel mich nachdrucken könnte, jetzt würde ich hier nochmal stehen, bin ich dann einmal mein Modell, habe ich dann die gleichen ethischen Rechte und Pflichten, die ich als natürlicher Mensch habe. Also hoffen wir mal, dass die Menschheit den Konsens behält, so etwas nie zu tun. Das hoffen wir. Aber erstmal kann man sich vielleicht vorstellen, einige funktionierende Organe oder nachgebaute Organe, die kommunizieren können, das wäre schon als eine erste Stufe. Also vor genau, man der gesamte also, Mensch. Eben hoffentlich für den sinnvollen Nutzen, dass wir daran dann neue Krebsmedikamente, neue Virusmedikamente entwickeln können, in einem sehr realistischen Setting mit menschlichen Zellen und nicht mit tierischen Zellen und mit menschlichen Systemen. Weil diese Modelle, die Sie gebaut haben für Lungen, das ist auch aus anderen Organen umsetzbar. Das ist im Grunde, es gibt Biodruckverfahren für alle möglichen Organe, also jedes Organ. Wir haben uns irgendwann mal fokussiert, haben gesagt, wir machen jetzt hauptsächlich Lunge und Leber, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Tumormodell in einer Nierenumgebung gemacht. Also da ist man sehr offen. Das kann man übertragen und auf andere Organsysteme. Und wenn Sie sagen, dass Sie dann die Ergebnisse, die Sie damit erreichen, auch mit Tiermodellen vergleichen, was könnten Sie schon für Erkenntnisse daraus ziehen? In dem Einstein-Zentrum haben wir ja gerade erst angefangen, aber wir arbeiten mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung zusammen. Also einer der Projektleiter bei uns ist von diesem Institut. Dort hat man beispielsweise In-vivo-Daten zur Lebertoxizität von Pestiziden. Und jetzt kann man dann schauen, wie verhält es sich, wenn wir diese Pestizide in unserer gedruckten Leber einsetzen. Ist das ähnlich? Wobei man dann sogar ja auch noch den Schritt machen muss, und auch das haben wir uns jetzt überlegt, dass man dann ein Tierorgan nachbildet. Denn wenn wir die Tierreaktion überprüfen wollen, müssen wir erstmal das Tierorgan drucken und dann können wir das Menschenorgan drucken und dann Rückschlüsse darauf ziehen. Dann sehen wir, ob es valide ist, da wieder Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie dieses Pestizid auf den Menschen wirken kann. Das kommt auch so voll. Wie reagieren Sie dazu, dass man noch jetzt denkt, also dass die Tiere auch nachgebaut werden, also als Modell, also von den Organen der Tiere, um die Versuche zu machen? Ja, tatsächlich ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht ja immer um Validierung im Sinne dessen, ist das, was wir an Ergebnissen haben, glaubhaft? Ist das wirklich ein Ergebnis, das man wiederholen kann, das man auf was anderes übertragen kann? Und häufig ist das Problem bei den Tierversuchen, die für die Humanmedizin gemacht werden, dass eben gesagt wird, die Ergebnisse aus Tieren sind nicht so gut auf den Menschen übertragbar. Und unter diesem Aspekt muss man natürlich, wenn man ein Alternativmodell aus menschlichen Zellen generiert und das validieren will und das anhand von Tierstudien macht, ist der logische Zwischenschritt, dass man erstmal das tierische Modell bildet. Und genauso, wie es ja korrekt beschrieben hat. Und tatsächlich wäre es natürlich auch wiederum, das ist zahlenmäßig der kleinere Bereich, für die Bereiche, wo für Tiere geforscht wird, auch interessant, dann Modelle für Tiere zu haben. Ja, interessant. Vielleicht noch ein kleiner Gedanke dazu. Am Ende geht es ja darum, dass wir neue Methoden für den Menschen entwickeln wollen. Und für die Alternativmethoden gilt natürlich, wie für die Tierversuche auch, dass wir am Ende immer beweisen müssen, inwieweit
das Modell tatsächlich die Realität im Menschen widerspiegelt. Das heißt, für beide Teile brauchen wir bessere Qualität und Wiederholbarkeit und müssen uns immer auch überlegen, wie können wir prüfen, an richtigem menschlichen Gewebe oder an Patienten, dass wir tatsächlich das messen, was wir vorgeben zu messen und dass das wirklich übertragbar ist. Und das gilt für die Welt der Tierversuche genauso wie für die Welt der Alternativmethoden. Danke. Wir kommen jetzt zu unserem, vielen Dank, zu unserem dritten Film. Einer der Vorreiter, der sich mit dem Thema der Alternative beschäftigt hat, ist der Professor Andreas Hocke. Er und sein Team aus der Infektiologie in der Charité entwickeln 3D-Lungenmodelle aus menschlichen Stammzellen. Es sind gezüchtete Organe, auch Organoiden genannt. Und diese Modelle hat sich auch in der Corona-Zeit als eine sehr solide Alternative erwiesen. Wir zeigen Ihnen einen Blick in sein Labor. Wir benutzen jetzt seit ca. 15 Jahren menschliches Lungengewebe als Alternativen zu Tierversuchen und simulieren daran schwere Infektionen bei Lungenentzündungen, und das kann ich Ihnen gerne mal im Labor demonstrieren mit meinem Team. Lungenentzündungen sind die häufigsten Infektionskrankheiten weltweit und führen trotz Einsatz wirksamer Antibiotika immer noch bei rund jedem 10. Pneumoniepatienten zum Tod. Genau deshalb setzt das Team um Professor Hocke auf neue Erkenntnisse an originär menschlichen Geweben. Das soll mit der Herstellung von 3D-Lungenmodellen im Mini-Format gelingen. Patienten spenden dafür Gewebe. Das Gewebe wird unter lebenden Kulturbedingungen in unser Labor transportiert, präpariert und weiter für die Infektionsforschung eingesetzt. Also ich arbeite mit dem Gewebe direkt. Das heißt, dass alle Zelltypen sind vorhanden in einer sehr filigranen Gewebestruktur. Der Vorteil: Die Testergebnisse an humanem Gewebe liefern direkt aussagekräftige Ergebnisse in Bezug zur Erkrankung am Menschen. Dafür muss aber zunächst die Qualität überprüft werden. Das heißt, ob das Gewebe oben im Medium schwimmt, das weist auf normalen Gasaustausch hin. Auch ob Ödeme stattfindet, also Flüssigkeit statt Sauerstoff. Das wird dann heißen, dass das Gewebe unten schwimmt. Und auch, man achtet auch auf anthrakotische Mischstoff, das sogenannte Kohlenstoff, was in der Luft ist, vom Rauchen oder von Einatmen. Ist das Gewebe gesund genug, wird es zerkleinert und für gezielte Infektionen vorbereitet. Das Gewebe wird beispielsweise mit Influenza oder Coronaviren infiziert, aber auch mit bakteriellen Erregern, die allesamt Auslöser schwerer Lungenentzündungen sind. Einen anderen Ansatz für Lungenmodelle verfolgt Dr. Anna Löwer, und das hat folgenden Grund. Der Nachteil an einem frischen Lungengewebe ist eben, dass wir den nicht Langzeit kultivieren können. Und deshalb tendieren wir dazu, diese Lunge auch noch zu verwenden, um dann letztendlich hier die adulten Stammzellen zu isolieren und Organoide zu generieren, also eine organähnliche Mikrostruktur der Lunge, die wir dann über einen längeren Zeitraum kultivieren können. Und der Vorteil eben auch, wir können uns angucken, wie sich so ein Gewebe bildet. Hier kann man auch ganz klar sehen, wie klein die eigentlich sind. Also wir haben hier ein Scale-Bar von 100 Mikrometer im Maßstab, und das sind jetzt 200 Mikrometer. Der Nachteil: Organoide stellen bislang nicht die komplette Zusammensetzung eines menschlichen Lungenbläschens dar. Es fehlen zum Beispiel die Immunzellen. Und die Immunzellen können wir isolieren und dann später in die Organoide einbauen. Und das ist das, woran ich gerade arbeite mit meiner Studentin, da einfach ein immunkompetentes Modell zu bekommen. Dafür wird eine Salzlösung gespritzt. Und dann sieht man auch sehr schön, wie sie sich so aufbläht. Genau das, was ja auch die Lunge normalerweise macht, wenn man Luft einatmet. Um die Zellen wirklich jetzt rauszubekommen, massiere ich die Zellen aus der Lunge raus. Dann ist das, was hier in der Flüssigkeit schwimmt, was so trüb wird, sind dann die Zellen, an denen ich interessiert bin. Unter dem Mikroskop wird sichtbar, ob die bisherigen Organoide die Kultivierung überlebt haben. Die Zellen kommunizieren ordentlich miteinander und wir können da jetzt unsere Versuche durchführen. Die gezielten Infektionen spiegeln wieder, in welchen Zelltypen der Lunge sich Viren vermehren können und welchen Schaden sie anrichten. Sichtbar machen lässt sich das mit einem speziellen Lichtmikroskop.
Dafür legt Professor Hocke die bereits infizierten Lungenmodelle unter Fluoreszenzlicht. Proteine in den Zellen werden mit verschiedenfarbigen Markern sichtbar gemacht und zeigen, wie unterschiedlich die Reaktionen auf bakterielle Toxine oder Viren sind. Wir sehen hier einen Querschnitt durch ein menschliches Lungenbläschen. Der schwarze Raum ist der Luftraum. Das ist die filigrane Gewebestruktur, über die der Gasaustausch von Sauerstoff und Kohlendioxid stattfindet. Und wenn in dieses Kompartiment, in diesen Bereich Viren oder Bakterien reinkommen, dann kann es zu Gewebeschädigungen kommen. Besser lässt sich das an diesem Beispiel zeigen. Hier sieht man ein komplett verändertes Bild. Man sieht einzelne Zellen, die in den Luftraum hineinfallen und sterben und damit auch die Gasaustauschfunktion zerstört wird. Das Gleiche simulieren wir auch an diesen Organoiden. Dazu hier eine kleine Illustration mit einem Film. Hier sieht man diese Organoide, die sehen in ihrer Struktur völlig anders aus. Sie organisieren sich aber auch ähnlich wie Lungengewebe dreidimensional und spiegeln die Zellen des Lungengewebes wider. Und was man hier sieht in dem Film ist, dass auf einmal so grüne Punkte entstehen. Und diese grüne Färbung zeigt uns, wie ein bakterielles Gift, ein bakterielles Toxin tatsächlich in der Lage ist, diese Zellen zu zerstören. Und diese Modelle können wir gut einsetzen, um auch therapeutische Substanzen zu testen. Im Rahmen der Covid-19-Pandemie hat sich gezeigt, dass wir sehr, sehr schnell reagieren müssen, um Infektionserreger zu untersuchen. Am Anfang so einer Pandemie sind keine Tiermodelle vorhanden und Tiermodelle im Infektionskontext spiegeln auch sehr selten die Situation im Menschen wider. Aus dem Grund sind sowohl menschliches Lungengewebe als auch die daraus generierten Organoide hervorragend geeignet, um sehr schnell robuste Ergebnisse zu erzielen im Zusammenhang zum Beispiel mit so einem Infektionsgeschehen, wie das denn in der Lunge tatsächlich zu Immunreaktionen führt, zu schweren Entzündungen und auch teilweise zum Untergang des Lungengewebes. Der Stefan Hiepenstiel, Sie haben mit Andreas Hocke diese 3D-Lungenmodelle entwickelt. Wir haben gesehen, eine schwierige Aufgabe, die große Herausforderung in der Entstehung dieses Modells liegt an der Haltbarkeit des Lungenmodells. Können Sie uns erzählen, wie Sie daran gearbeitet haben? Ja, vielen Dank. Wir haben ein großartiges Team, das all diese Arbeiten erst möglich macht und diese Erkenntnisse. Und wir haben halt im Team festgestellt, dass dieses primäre Lungengewebe, das wir vom Patienten bekommen, dass das für etwa eine Woche bei guter Qualität untersuchbar ist. Längerfristige Effekte kann man dann nicht untersuchen, also musste eine Alternative her. Zum Zweiten ist es so, dass dieses Gewebe sich auch schlecht wegfrieren lässt. Sie können es sozusagen nicht auf Vorrat produzieren. Also sind wir diesen Weg gegangen, diese Lungenorganoide zu etablieren im Labor, auch für verschiedene Bereiche der Lunge, für die Atemwege und für die Lunge, wo man eigentlich atmet, den unteren Bereich. Und die kann man nun wirklich über Monate untersuchen. Und das verschafft uns natürlich wieder neue Möglichkeiten, auch langfristigere Effekte zu untersuchen. Gleichwohl muss man immer wissen, jedes Modell hat seine Stärken und Schwächen. Und wie eben im Film auch gesagt wurde, fehlen dort noch Immunzellen. Mhm. Und jetzt muss man gucken, wie kriegt man die dort hinein und wie kriegt man das auch bei guter Qualität hin, reproduzierbar, immer wieder gleich. Und das sind die Herausforderungen, vor denen wir im Moment stehen. Mhm. Aber ich nehme an, die lange Haltbarkeit ist, also das ermöglicht auch, die langfristige Nebenwirkungen oder Nachwirkungen eines Substanzen? Ja, prinzipiell ist es möglich, natürlich, wenn Sie eine Änderung vornehmen, zu gucken, was passiert langfristig damit. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass Medikamentennebenwirkungen ja auch häufig über Prozesse entstehen, die in verschiedenen Organen eine Rolle spielen, wie wir das heute schon mehrfach hatten. Und das kann ich natürlich nicht simulieren, wenn ich jetzt nur mein Stück Lunge in meiner Untersuchung habe. Und das macht auch die Herausforderung bei den Alternativmethoden schon wieder deutlich. Ja. Wir müssen eben die Dinge zusammenführen und dieses Feld steht erst am Anfang und deswegen gibt es ja auch das Einstein-Zentrum, weil wir hier eben großen Entwicklungsbedarf haben. Ja? Ja, wir können dort also langfristigere Sachen untersuchen, aber lange nicht alles und Medikamentennebenwirkungen nur in einem sehr eingeschränkten Maße.
Wir sehen es ja, wir sehen am Anfang diese wahnsinnige so Entwicklung, so Potenzial, das all diese Alternative anbieten. Aber wir haben es auch schon am Ende vom Film auch gesehen. Das hat auch in der Corona-Pandemie-Zeit eine sehr große Rolle gespielt. Können Sie uns nochmal genauer erleuchten, wie es zu Einsatz wurde und auch, ob diese Modell es ermöglicht hat, dass man sehr schnell zu einer Impfung Stoff kam? Okay. Also ich teile meine Antwort dann auch in zwei Bereiche. Das erste ist, was konnten wir damit machen? Ja. Was haben wir damit gemacht? Wir haben geguckt, wächst das Virus da drin im Verhältnis zu anderen Viren? Und was macht es kaputt? Was passiert dort vor Ort? Und das Verrückte, was wir dort gemessen haben, war, diese klassischen Erreger der Grippe, die Influenza-Viren, die wuchsen ganz toll, haben sich vermehrt. Das Coronavirus selbst, das uns im Moment hier Kummer bereitet, wächst aber nur sehr schlecht in der Lunge. Da wundert man sich doch, da stellt man sich die Frage, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Und wir konnten dann anhand von genaueren Untersuchungen eben feststellen, dass es zu einer, gar nicht zu einem starken Wachstum kommt in der Lunge selber, aber dass dort bestimmte Immunmechanismen in Gang kommen. Und diese Immunmechanismen, die scheinen nun wesentlich dafür zu sein, dass die Leute so krank werden können oder zumindest ein Teil davon. Ja. Das heißt also, in menschlichem Lungengewebe konnte man hier einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Erkrankung leisten. Aber für die Stärke des Modells, nämlich die erste Phase, also die ersten Tage, was passiert dort in der Lunge? Und jetzt zu Ihrer Frage mit der Impfung. Eine ganz einfache Antwort, nichts. Okay. Denn dieses Modell ist nicht dafür gemacht, das ist nicht seine Ausrichtung. Und jedes Modell hat Stärken und Schwächen. Und für Impfuntersuchungen ist dieses Modell erstmal nicht geeignet. Ja? Und gerade Impfung ist ja ein Zusammenspiel von vielen Dingen, von der Milz, von den verschiedenen Lymphknoten und, geht über Wochen hinweg. Und das ist eine ganz große Herausforderung für die Alternativen, hier zum Tierversuch tatsächlich einen Weg zu finden, so etwas, das ist sozusagen die Mondlandung der Alternativen, ja, so etwas nachzustellen. Und man muss ehrlich eingestehen, das ist ein Ziel, das ist in weiter Ferne. Ja, und da gilt es hart dran zu arbeiten. Und deshalb wird so noch sehr aktive und fleißig gearbeitet in Einstein Center 3R und damit werden nur sehr viele Energien aus verschiedenen Bereichen auch zusammengetan, um zu ermöglichen, dass wir so weit und so schnell wie möglich daran kommen. Die Tierversuche gibt es auch nicht nur im medizinischen Bereich für die Grundlageforschung oder die Zulassung von Einsteinmittel, hatten wir auch gerade gesagt. Im Einsteinzentrum 3R nimmt auch eine weitere Institution teil. Guten Tag, herzlich willkommen, Frau Tanja Schwertle. Und das ist das Bundesinstitut für Risikobewertung. Sie sind die Vizepräsidentin des BFR, auch Hochschullehrerin und Mitglied des Lenkungsausschusses im Einsteinzentrum 3R. Herzlich willkommen. Warum ist es wichtig, dass Ihre Institution auch an Bord von Einsteinzentrum dabei ist? Ja, um diese Frage umfassend zu beantworten, muss ich so ein bisschen ausholen und möchte auch gleich noch auf den kleinen Einspieler hinweisen, den wir haben werden. Ja, vielleicht ist es am allerbesten, wenn wir uns zuerst den Einspieler anschauen. Sehr gut, dann kommen wir. Wir fangen gleich damit an. Sehr gute Idee. Wir haben eine kurze Vorstellung von des Institut, das Mikrofon ein bisschen näher dran, genau, danke schön, zum Deutsche Zentrum zum Schutz von Versuchstieren. Schauen wir uns gleich an. The overall goal of our work is better housing and living conditions to make better science. The transition to next generation non-animal risk assessment. To be able to test drugs in a more human relevant system. The research into animal testing has the goal to make science better. Thank you.
kurzen Film gesehen haben, nehmen wir am Bundesinstitut für Risikobewertung die Rolle ein und die Aufgabe des Deutschen Zentrums zum Schutz von Versuchstieren. Dass die Aktivitäten, die sich hierum gruppieren, die sind ein wichtiger Teil der Tierwohlinitiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Was machen wir da genau? Eigentlich koordinieren wir bundesweit all die Aktivitäten, die zwei wichtige gemeinsame Ziele verfolgen. Unser erstes Ziel ist es, ähnlich wie bei Einstein 3R und zusammen mit Einstein 3R, die Anzahl an Tierversuchen auf das unerlässliche Maß zu reduzieren. Wir haben aber noch ein zweites Ziel, das ist uns auch eigentlich gemeinsam mit 3R. Wir möchten auch die Tierversuche, die durchgeführt werden, so gut wie möglich machen für die Tiere. Das ist das, was wir schon zu Beginn gehört haben im Refinement. Das heißt, uns ist das Wohl der Tierversuche unheimlich wichtig. Im Rahmen unserer Aufgaben ist es aber auch so, dass im Zentrum unserer Tätigkeiten eigentlich am Bundesinstitut der Schutz der Gesundheit des Menschen steht. Das sieht jetzt erstmal nach einer Konfliktsituation aus und ich möchte die kurz auch erläutern. Das heißt, wir forschen dafür, wir kommunizieren dafür und wir machen Bewertung von Risiken. Das hatten wir eingangs auch schon gehört. Und wenn man Risiken bewertet, dann macht man das wissenschaftlich basiert, denn wir sind unabhängig. Das heißt, wir verwenden all das, was in der Literatur andere Forschende und die Wissenschaft produziert. Hier wissen wir ganz genau, dass manchmal für die Bewertung von bestimmten Stoffen, auch da haben wir einige schon gehört, Pflanzenschutzmittel heute, Chemikalien, aber auch Medizinprodukte und andere Dinge, natürlich vorkommende Stoffe in Lebensmitteln, die schädigend sein können, wie zum Beispiel Schimmelpilzgifte. Da brauchen wir eine toxikologische Bewertung. Und hier gibt es häufig, um die Sicherheit des Verbrauchers zu schützen, noch keine vollumfängliche Alternative. Das heißt, wir wissen am Bundesinstitut für Risikobewertung ganz genau für die toxikologische Bewertung, wo die Lücken sind. Ähnlich wie die anderen Institutionen forschen wir hier auch, um Alternativen zu entwickeln, zusammen, wie wir gehört haben, mit den Kollegen und Kolleginnen in Berlin, aber auch deutschlandweit und international. Was wir aber auch tun, liegt in dem Bereich Validierung, Harmonisierung, was wir schon gehört haben. Wir haben gehört, dass es häufig die Notwendigkeit gibt, vergleichbare alternative Testsysteme zu haben in der Regulatorik. Wenn wir sicherstellen wollen, dass ein Stoff zugelassen wird, dass er sicher ist für den Menschen, für einen Verbrauch, müssen wir auch sicherstellen, dass, wenn er von unterschiedlichen Institutionen oder Menschen getestet wird mit einer Alternativmethode, dass das gleiche Ergebnis rauskommt. Wir müssen harmonisieren, validieren. Dafür sind unsere Wissenschaftler auch in sehr vielen internationalen Gremien, um Prüfrichtlinien mit zum Beispiel sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus haben wir viele andere Tätigkeiten, die wir verfolgen im Bereich der Kommunikation, im Bereich der Information von Wissenschaftlern. Wir haben schon heute gehört, dass es sehr viele Alternativmodelle gibt, sehr wichtige Alternativmodelle. Uns ist aber auch aufgefallen, dass es manchmal doch sehr schwierig ist, auch im großen Wust der Wissenschaft und der vielen Datenbanken die richtige Alternativmethode zu finden. Aber nochmal würde ich da gerne dazu kommen, zu dieser die Rolle, die Sie dafür haben. Also Sie tragen eine sehr große Verantwortung, dass die Produkte, die an der Bevölkerung kommen, so sicher sind. Und wie arbeiten Sie auch konkret daran, diese alternativen Methoden, die wir jetzt schon präsentiert gesehen haben, zu Anwendung zu kommen und vielleicht auch entsprechende Regeln zu entwickeln, dass sie auch zum Einsatz kommen können? Ja, wir arbeiten in dem, was später für die Regulatorik verwendet werden soll. Die Regulatorik ist Sicherheitsprüfung, vereinfacht gesagt. Da arbeiten wir daran, dass wir nach Leitlinien arbeiten. Das heißt, geltende Richtlinien, wie man das von chemischen Experimenten kennt, wie man das von Kochrezepten kennt. Das muss vereinheitlicht werden, das muss inhaltlich korrekt sein, nachvollziehbar sein. Daran arbeiten wir zum Beispiel. Und zwar nicht alleine, das ist nicht unsere primäre Aufgabe, sondern international im Team, dass die internationalen Richtlinien, die erarbeitet werden, wissenschaftlich korrekt sind, umsetzbar sind und auch valide Aussagemöglichkeiten erlauben. Ich glaube, das Stichwort Validierung ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, weil das an Alternativen geforscht wird, ist eine tolle Sache, aber das muss wirklich so weit dazu kommen, dass es auch als ein Prozess geprüft wird und angewendet wird, auch im
im Gesetzbereich. Richtig, wir müssen uns sicher sein, dass das, was hinterher getestet wird, auch das richtige quantitative Ergebnis uns bringt. Und zwar, wenn es von unterschiedlichen Bereichen getestet wird. In der klassischen Analytik, in der Wirkstoffanalytik, unabhängig von den Systemen, wenn wir nur einen Stoff untersuchen, in welcher Konzentration er vorkommt, da ist die Validierung normal, das macht jeder. Aber bei den Alternativmethoden sind wir da noch am Anfang und da arbeiten wir aktiv daran mit, dass wir diesen Prozess verbessern. Und jenseits der medizinischen Forschungen, die wir schon gesehen haben, wie das künstliche Herzgewebe, die 3D-Modelle, die Organoiden, sehen Sie auch in der Arbeitsmethode weitere Perspektiven oder Möglichkeiten, die Tierversuche reduzieren können? Also kann man auch besser alle Erkenntnisse, die wir bis jetzt gesammelt haben, zusammentun, um noch besser auf Tierversuche zu verzichten? Das ist die 100-Dollar-Frage in diesem Fall. Ja, genau. Ich denke, jeder Wissenschaftler hat hier Wünsche, Ideen und sieht Perspektiven, sonst wären wir keine Wissenschaftler. Wir haben heute schon gehört, dass es Ansätze gibt, indem man computerbasierte Methoden mit dem vergleicht, was im Labor hochtechnisiert gemacht wird bei 3D-Modellen. Herr Kurak hat das vorgestellt. Wir versuchen, das, was wir im Tierversuch haben, zu vergleichen mit dem, was wir in den Modellen haben. Dafür können wir heute KI verwenden. Das können wir weiterspannen. Mit der Open Data Policy werden uns viel mehr Daten zugänglich sein, auch aus dem Humansektor. Wenn wir das verarbeiten könnten, kombinieren könnten intelligent mit den 3D-Modellen, dann könnten wir die Sprünge machen, die wir in den letzten Jahrzehnten nicht machen konnten. Das wäre meine ganz persönliche Hoffnung und mein ganz persönlicher Wunsch. Ich sehe das ähnlich. Ich will nur darauf hinweisen, die Früchte hängen sehr hoch. Also ich glaube, wir müssen mal gucken, wir kommen hier aus der akademischen Welt. Es gibt diese industrielle Welt, wo man sagt, okay, hier wird ein Medikament entwickelt, es gibt Regulatorien, pharmakologische Entwicklungen. Das ist eine Welt. Wir kommen ja sehr aus der akademischen Welt. Kleinere Labore, so wie wir es, ich will jetzt keinen hier beleidigen, aber kleinere Gruppen, wir sind jetzt alle nicht 100 Personen stark, die an speziellen Modellen arbeiten und so weiter. Und da ist die Vielfalt sehr groß, das ist ein Vorteil, aber ich sage mal so, die Validierung eher gering. Und das ist etwas, woran wir arbeiten wollen in Einstein. Wir wollen versuchen, auch diese akademischen Labore der Universität in der Qualität etwas zu verbessern und auch hier mehr Vergleichbarkeit zu schaffen. Ich glaube aber, man muss immer wieder sagen, auch weil natürlich immer wieder die Frage kommt, werdet ihr denn die Tierzahlen reduzieren? Ja? Man muss sich immer wieder klar machen, dass das ein sehr, sehr schwieriger Prozess ist. Und wenn man sich mal überlegt, in den USA gibt es gerade ein großes Vorhaben, das läuft bis 2027, das menschliche Gehirn mal etwas besser abzubilden. Und da nimmt man 6,6 Milliarden Dollar in die Hand, nur um mal zu gucken, wie sieht es denn jetzt eigentlich genau aus. Geschweige denn, dass jemand jetzt anfängt, das nachzubauen. Jetzt mag das Gehirn ein sehr komplexes Beispiel sein. Und die Lunge und auch, man möge es mir verzeihen, das Herz möge etwas einfacher sein. Aber dennoch ist auch dort die Herausforderung groß und oftmals wissen wir noch gar nicht, welche Zellen da einfach drin sind. Und deswegen, denke ich, müssen wir uns immer wieder klar machen, wir machen uns auf einen wirklich schwierigen, steinigen, langen Weg, der sehr viel Investition, Engagement braucht. Und das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder klar machen, ja. dass man da auch keine wissenschaftlich nicht haltbaren Hoffnungen unserer Tage weckt. Ja, wir wollen auch in der Realität bleiben und nicht wie vorhin auch in der Science Fiction oder in der Utopienwelt. Aber das ist sehr gut, das nochmal zu kontextualisieren und auf den Boden zu bringen. Das heißt, heute und in den nächsten Jahren wird man noch Tierversuche brauchen. Was auch dieses 3R-Zentrum auch sich dafür einsetzt, ist diese Refinement. Und wie sieht das auch konkret aus? Das heißt, wir werden die Tiere brauchen, wir können aber ihre Lebensbedingungen und die Rahmenbedingungen verbessern. Ja. Und das ist auch ein der Ansatz. Können Sie uns konkret auch sagen, wie das aussieht?
Ja, ich denke, wir können da miteinander antworten. Genau. Das ist ja das Schöne auch bei Einstein 3R. Wir kannten uns zum Teil schon vorher aus gemeinsamen Projekten, denn wir haben ja alle ein gemeinsames Ziel. Und Refinement, da gibt es ein gemeinsames Projekt zwischen der FU und dem Bundesinstitut für Risikobewertung. Und ich würde das der Wissenschaftlerin überlassen, dieses vorzustellen. Ja, vielen Dank, Frau Schwertle. Wir haben ja gemeinsam die Berufung einer Refinement-Professur, Professor Leve-Johann. Wir haben ihn im Einspieler gesehen. Und Herr Leve-Johann ist Verhaltensbiologe, ist bei mir am Institut assoziiert an der FU und arbeitet aber am BFR. Und wir arbeiten gemeinsam zusammen im Exzellenzcluster SciUI und haben den Schwerpunkt Refinement aus der Perspektive des Tieres. Und Herr Leve-Johann hat ein Großgehege jetzt entwickelt, um da, ich sag mal, die naturnahen Haltungsbedingungen der Tiere wiederzuspiegeln. Und wir versuchen mit auch KI-Methoden und mit Kollegen aus der TU das Verhalten automatisiert zu analysieren und die Tiere, einmal das Verhalten der Tiere besser zu verstehen. Das ist der Aspekt, der für den Exzellenzcluster gut ist, und gleichzeitig, wenn es gelingt, diese Technologie erstmal zu etablieren, zu validieren, dann mit allen zu teilen, so dass wir das nutzen können, um zum Beispiel Tiere in Tierversuchen in ihrem Käfig 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu überwachen. Und dann kriegt man auf seinem Handy eine Nachricht: der Maus in Käfig 7, Reihe 3, geht's nicht gut, schauen Sie doch mal nach. So, also das ist auch noch eine Zukunftsvision, die wird auch noch ein bisschen dauern, bis das soweit ist, aber daran, an solchen Dingen arbeiten wir. Und der andere Punkt ist, und das ist für mich auch angewandtes Refinement, und darum hab ich die Rolle im Einstein-Zentrum für die Lehre, dass wir eben die Ausbildung sehr gut gestalten und verbessern und auch harmonisieren über alle Institute, die im Einstein-Zentrum vertreten sind, hinweg, und da gibt es eben neue Vorgaben von der EU, und wir versuchen jetzt ein modulares System berlinweit zu etablieren, in dem einmal die Ausbildung für den Bereich der Tierversuche und dann, und das ist ganz neu eben im Einstein-Zentrum, dass eben die Methoden, die da etabliert werden von den Experten und den einzelnen Gruppen, nicht nur für die eigene Gruppe genutzt werden, sondern eben mit den Doktoranden und Wissenschaftlern in dem Einstein-Zentrum geteilt werden, indem sie eben weitergegeben werden. Wir sehen diese die Felder sind sehr breit, in denen es geforscht wird, und die Ambition sehr hoch. Das ist ganz toll. Wir möchten gerne auch noch unsere Diskussion zum Publikum öffnen, aber davor würde ich gerne unsere zwei andere Gäste auch noch wieder auf die Bühne bieten für eine, vielleicht drei Sätze für jeden als Abschlusswort, als vielleicht wichtigste Botschaft oder wo die Herausforderung noch steht. Vielleicht drei Sätze jeweils, und dann können wir gerne eure Frage nehmen. Herr Kurek. Das war nicht vorbereitet. Dann sprechen wir. Die Herausforderung ist es, immer bessere Modelle zu machen und vor allem dann an die Kollegen zu gehen, die derzeit noch die Tierversuche als unverzichtbar ansehen, und die davon zu überzeugen: hier hast du eine Alternative, probier die auch aus. Wir haben so ein bisschen diese zwei Communities, die unbedingt die Ersatzmethoden machen wollen und die sagen, dass es gar nicht anders geht. Und hier beispielsweise auch die Industrie mit einzubeziehen, diese Modelle zu nutzen. Das waren schon wieder mehr als 30. Super, ja, sehr gut. Ja, ich gehe in eine ähnliche Richtung von der anderen Seite. Ich denke, das ist total wichtig, Ersatzmethoden zu entwickeln, aber es ist auch total schwer zu urteilen, ob man eine echte Alternative hat. Und deshalb sollte, wenn das in einer Arbeitsgruppe diskutiert wird oder in der Firma oder in der Politik, immer jemand am Tisch sitzen, der selbst Tierversuche macht, am besten der Tierversuche macht und Alternativen entwickelt. Ich habe schon ein Mikro, danke. Ja, ich finde, eins der wichtigen Herausforderungen ist es, transparent hier zu kommunizieren. Wir müssen ehrlich kommunizieren, wo brauchen wir aktuell noch Tierversuche, um den Verbraucher zu schützen oder Medizinprodukte zu entwickeln. Das müssen wir uns zutrauen und auch können, und dafür muss auch die Akzeptanz da sein. Denn wir entscheiden letztendlich nicht, was der Verbraucher oder der Patient benötigt. Ja, ich stehe natürlich für das Refinement und mehr für die Versuchstiere, und
ich wünsche mir, dass solange wir Versuchstiere brauchen, wir uns dafür einsetzen, dass die Haltung so gut wie möglich ist, die Ausbildung so gut wie möglich und wir auch in dem Bereich eben die Refinement-Maßnahmen weiterentwickeln und verbessern. Jetzt bin ich der Letzte. Ja. Mir ist wichtig, dass 3R-Forschung in einem ethisch tollen Kontext Innovationen schaffen kann für bessere Versorgung von Patientinnen und Patienten. Und ich möchte alle jungen Menschen, alle Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler einfach aufrufen, hey, es macht einfach Spaß. Es ist einfach gut und es bringt tollen Science auf den Boden und deswegen einfach mitmachen. Danke für Sie, sehr positive Worte als Schluss. Wir haben jetzt von den Chat ein paar Zuschauerfragen schon bekommen. Die werde ich jetzt mal vorlesen und schauen, wer von Ihnen sich am meisten eignet für eine Antwort. Kann man die verschiedenen Organmodelle kombinieren und so in einem einzigen Versuch die Wirkung von Medikamenten auf Herz, Lunge, Leber und so weiter testen? Ja, das sind diese mikrophysiologischen Systeme, auf die ich schon ganz kurz eingegangen bin. Da ist die Zuschauerin oder der Zuschauer eine ganz zentrale Frage gefunden. Und auch hier gilt, man arbeitet daran. Also man kann jetzt schon Verbindungen schaffen, aber muss das sicher noch weiter optimieren, dass man es wirklich schafft, dass diese komplexen Organe miteinander interagieren. Ein Problem ist beispielsweise, es ist jetzt ein ganz banales wissenschaftliches oder Forschungsproblem, das eine Organ fühlt sich in dem Medium wohler, das andere in einem anderen Medium. Und jetzt muss man irgendwas finden, wo beide sich drin wohlfühlen, also langfristig leben und dann so kombiniert werden, wie es in der Physiologie auch ist. Also ein ganz zentraler Punkt, der hier angesprochen wurde. Dann komme ich zur nächsten Frage. Kann man zu allen Organen Organoide generieren und eignen sich manche Organe besser dafür? Also alles ist möglich. Man muss schauen, was hilft. Ob ich jetzt ein Organoid für eine Speicheldrüse brauche, ist vielleicht jetzt nicht das dringendste Problem. Vorsicht. Insofern, die wichtigen Organe haben wir zum großen Teil schon abgebildet. In unterschiedlicher Qualität. Ein komplettes Gehirn wird man sehr schwer abbilden, aber wir haben kleine Teile repliziert, die uns helfen, Tierversuche zu reduzieren. Mhm. Und gibt es so hier im Saal Fragen von Zuschauern? Wir hätten ein Mikrofon, den wir gerne rumreichen können. Erstmal nicht. Dann wollen wir die nächste Frage stellen von Zuschauern. Wie groß können Organoide werden und gibt es da Grenzen? Ja, die können erstaunlich groß werden, bis zu mehreren Millimetern. Die kann man also dann mit dem bloßen Auge sehen. Ausgerechnet die Gehirnorganoide werden so groß, warum auch immer. Irgendwann gibt es aber ein Ernährungsproblem in aller Regel, weil in einem normalen Organ hat man ja Blutgefäße und diese Blutgefäße dienen unter anderem dazu, dass Nahrung antransportiert und Abfallstoffe abtransportiert werden. Und das haben die meisten, fast alle Organoide bislang nicht. Das heißt, der Stofftransport passiert passiv durch Diffusion, müssen die Substanzen dort rein, da kann man sich leicht vorstellen, nach innen wird es immer weniger. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so Gase und sowas können schlechter in die Mitte kommen. Innen wird sauer und trübe und man ist einsam. Und dann kann es eben dazu führen, dass diese Organoide ab einer bestimmten Größe von innen heraus absterben. Und das ist so eine Art Limitation. Und vielleicht sind aber diese mikrofluidischen Systeme ein Ausweg dort. Man hat nämlich festgestellt, dass wenn die umspült werden und wenn die in so einem zirkulatorischen, kreisenden System sind, dann können die noch deutlich besser, größer wachsen und sie verändern sich dabei auch nochmal. Ja, also können relativ groß werden. Bitte, Jens. Und natürlich auch, da muss ich jetzt wieder enthusiastisch für den Biodruck sein, dass wir dort die Gefäßstrukturen reindrucken können. Das könnte natürlich auch helfen, dass man es größer macht und es nicht innen alles abstirbt. Nächste Frage. Wie lange dauert das Anzüchten von dieser künstlichen Herzgewebe und wie kann man die auch drucken? Ja, das ist wichtig. Wir haben eine Million Zellen ungefähr pro EHT, die müssen wir erstmal wachsen lassen. Das dauert
ein paar Wochen. Man kann die sich aber auch schon ein bisschen in den Freezer legen und dann holen, wenn man sie braucht. Und dann müssen die ausgesät werden, die müssen dann den Gewebeverband ausbilden, das sind wieder ein paar Wochen. Und dann müssen die einen Reifegrad haben, dass man reproduzierbare Experimente durchführen kann. Und dann halten die aber für Monate. Und deshalb kann man auch immer wieder andere Medikamente testen an dem gleichen künstlichen Herzgewebe, wenn man das gut plant. Und insofern, das ist in der Regel ein Experiment, was über einen Monat geht oder zwei. Eine nächste Frage: Wie dicht kommen die 3D gedruckten Organe an echte Organe heran? Stimmt, eine sehr komplexe Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage. Wir haben ja immer wieder gesagt, wir wollen im Einstein-Zentrum 3R auch ehrlich sein und keine falschen Hoffnungen wecken. Wir sind noch ganz weit weg von den echten Organen. Wir versuchen halt immer dichter heranzukommen. Und es gibt beispielsweise, um auch mal die Konkurrenz zu erwähnen, von einer amerikanischen Firma, eine ganz tolle Studie. Da wurden zwei Antibiotika getestet. Das eine, beide hatten sich im Tierversuch und sogar in klinischen Studien erstmal als gut erwiesen, aber eines dieser Antibiotika musste später vom Markt genommen werden, weil es lebertoxisch war. Und diese Firma hat dann eine Leber gedruckt und hat in dieser humanen gedruckten Leber genau diese Lebertoxizität nachweisen können. Das finde ich eine Meilenstein-Publikation, die vor ein paar Jahren erschienen ist, die schon zeigt, welches Potenzial da ist. Aber wie gesagt, wir müssen immer weitergehen, um dichter an die echten Organe heranzukommen oder die Funktion der echten Organe. Da ist, Sie haben noch ein paar Jahre Arbeit vor sich. Genau. Da, ich habe auch eine, nicht Zuschauerfrage, aber Kinderfrage von heute Morgen, vielleicht an Sie, Frau Töner-Reinicke. Warum müssen so viele Tierversuche oder Versuchstiere, Entschuldigung, sterben? Also grundsätzlich ist auch da die gesetzliche Regelung, dass, wenn es möglich ist, die Tiere nicht sterben. Wie ich aber schon vorhin eingangs gesagt habe, ist ja der Großteil der Tiere, die eingesetzt werden, Mäuse. Und wenn die in der Grundlagenforschung eingesetzt werden, dann müssen natürlich anschließend die Organe untersucht werden mit verschiedenen molekularbiologischen oder biochemischen Methoden oder histologischen Methoden im Labor. Und um diese Organe dann gewinnen zu können, gibt es auch da gesetzlich vorgeschriebene schonende Tötungsmethoden, die dann auch vorher erlernt werden müssen, damit eben das Leben der Tiere so human wie möglich beendet wird, die Organe entnommen werden können und dann im Labor weiter untersucht werden. Mhm. An den Stellen, wo das nicht notwendig ist, gibt es extra Programme, die entwickelt wurden, dass Tiere eben in Privathand vermittelt werden oder an Bauernhöfe abgegeben werden. Also es gibt solche Programme, das ist aber ehrlich gesagt, und auch da möchte ich ehrlich sein, für zahlenmäßig ein kleinerer Bereich, wo das möglich ist. Okay. Hier haben wir eine Frage im Publikum. Dankeschön, genau. Dankeschön. Amelie Reigl, meine Frage geht eigentlich an die ganze Runde, und zwar, wie lange wird es dauern, wirklich dieses Ziel zu realisieren, dass man Ihre Organmodelle, Organoidmodelle als Testsysteme validiert im Hinblick auf die Risikobewertung? Das ist eine schwierige, aber richtige Frage. Ich möchte zum einen betonen, da wir aus der akademischen Welt kommen, arbeiten wir auch in erster Linie für die akademische Welt. Das heißt, wir suchen Modelle, an denen man im Max-Delbrück-Zentrum in Zusammenarbeit oder auch alleine mit der Charité eine Krankheit besser verstehen kann. Wir kommen aus der Forschung der akademischen Welt. Wir kommen also weniger aus der Sicherheitsbewertung oder aus der klassischen, wie wir es eben schon erklärt bekommen haben, Regulatorik, in der Firmen Medikamente entwickeln. Und ich glaube, wir können in unserem Zentrum Modelle weiterentwickeln, die dann womöglich geeignet sind, durch weitere Untersuchungen, durch Validierungen, um sie in der Sicherheitsbewertung einzusetzen. Die Validierung als solches ist aber ein hochkomplexer Prozess, der
Ringversuche zwischen verschiedenen Lokalitäten und so weiter erfordert, den die akademische Welt gar nicht leisten kann, der auch extrem teuer ist. Und vielleicht kannst du da noch was zu sagen, dass das wirklich eine eigene Welt ist. Also das ist auch eine wichtige Botschaft an alle hier. Die akademische Forschung in den Universitäten und dieser Bereich der Forschung, das sind echt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und deswegen klappt das auch oft mit dem Transfer nicht so richtig. Tanja. Aber da wollen wir ja gegenwirken, nicht wahr? Das ist ja eins unserer Ziele. Denn die eine Seite könnte nicht ohne die andere. Eine regulatorische Institution könnte keine Validierung durchführen, wenn die innovativen Modelle nicht vorher von Wissenschaftlern entwickelt werden würden. Und wir hoffen, dass wir enger zusammenarbeiten können. Ich kann Ihnen aber auch Hoffnung machen. Es gibt nicht die komplexen Organmodelle, die wir heute gesehen haben, schon in der Regulatorik, aber es gibt schon Hautmodelle, also die einfacheren Organe. Die können wir schon validiert verwenden, nicht um einen Tierversuch vollwertig zu ersetzen, aber um die Tierversuche zu reduzieren und Stoffe frühzeitig auszuschließen, im Medizinsektor ein Risiko darstellen könnten. Man könnte sagen, man kann nur validieren, was auch da ist. Und das dazu wollen wir beitragen. Ganz genau. Und vielen Dank für die Frage. Und damit zeigen wir nochmal am Ende, also wie sinnvoll dieses Einstein-Zentrum 3R ist, um genau die verschiedenen Aspekte und Arbeits- und Forschungsbereiche zusammen zu bündeln, um zu versuchen, diese großen Prinzipien 3R zu ermöglichen, so schnell und wie so konkret, wie es geht. Ich bedanke mich sehr für die Diskussion. Vielen Dank an das Publikum und bis zum nächsten Mal. Wir bleiben dran an der Forschung und gucken, wie wir sind in 10 Jahren und nochmal darüber zu sprechen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.